Buongiorno, rieccomi. Ecco chi si rivede. Ja, wer mich jetzt noch nicht kennt, aber diese Wörter hier sieht, der weiß schon, was einen jetzt erwartet. Forse conoscete già la mia mano. Vielleicht kennt ihr schon meine Hand, le mie dita. Dann müsst ihr eigentlich la mia faccia, mein Gesicht, nicht mehr ertragen. Vabbè, no. So einfach mache ich es euch nicht. Buongiorno, sono io Michele. Ja, che sorpresa. Jetzt habt ihr euch gedacht, nach meinem Livestream-Marathon, che io vado in vacanza, dass ich in Urlaub war, senza salutarvi. Ja? Habt ihr euch schon gefragt, wann kommt er wieder? No, non potrei mai lasciarvi senza salutarvi. Ich könnte euch niemals verlassen, ohne euch zu grüßen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache auf jeden Fall noch jetzt für meinen Sommer, vor meinem Sommerurlaub. Si vede, ich brauche Urlaub. Ma Michele, ti vedo un po' stanco. Du siehst ein bisschen müde aus, Michele. Beh, è così, la vita è quella. Zum Schlafen bleibt immer noch Zeit. Ma prima i video. Also ich habe mir gedacht, ich hinterlasse noch ein Video. Anzi, im Gegenteil, es werden zwei Videos sein. Eins jetzt für Anfänger. Und zwar für meinen Tagesblog Italienisch Anfänger A1 und dann werde ich noch eins hochladen für Mittelstufe, dass für jeden ein bisschen was dabei ist in der Ferienzeit. Quindi, also dieses Video ist jetzt ein Fortsetzungsvideo auf den Videos aus meinem Tagesblog für Italienisch Anfänger A1, also wirklich Basics, die Grundlagen festigen bzw. lernen. Aber auch ein kleines Dankeschön für dieses erste gute halbe Jahr. Un piccolo saluto, soleggiato, einen sonnigen Gruß, prima di andare in vacanza, bevor ich in den Urlaub fahre. Übrigens, im Urlaub werde ich auch wieder einige Videos in Italien am Strand etc. etc. drehen. Also, wer sich jetzt gedacht hat, jetzt nach diesen Livestreams, und ich habe mich jetzt mal ein paar Tage lang nicht gemeldet, che sono andato via, dass ich weggegangen bin, no, eccomi. Ein Video gibt es jetzt noch. Ja, ich habe gesagt, kleines Fazit vielleicht von diesen ersten 7 Monaten. Allora, prima di cominciare, aber das Thema von heute wird sein, habt ihr schon gesehen, ich habe es auch am Anfang gesagt, extra salutarvi, lasciarvi, diese kleinen euch, ich, mein, seht ihr das? 3 verschiedene Farben, 3 verschiedene Kategorien. Komme ich gleich dazu. Das wird das Thema von heute sein. Wie unterscheidet ihr ich, mich, mein? Das ist wirklich Grundbasis. Haben wir gedacht, das ist ein schöner Abschluss. Prima di andare in vacanza. Bevor wir alle in den Urlaub fahren. Okay. Allora, was wollte ich sagen? No, prima di tutto. Da muss ich natürlich auch nochmal für alle Spenden, per tutte le donazioni, vi devo ringraziare, danke ich euch nochmal, auch an der Stelle. Ich habe noch nicht jeden persönlich antworten können, per E-Mail, kommt noch. Und ein paar haben gespendet, deren E-Mail-Adresse ich nicht kenne, nicht weiß, ich kann mich da nicht bedanken. Würde ich gern machen, also schickt mir doch eine E-Mail an michele@bellelingue.eu. Ok, allora abbiamo dimenticato qualcosa? No, questo è tutto. Ich würde sagen, genau, also es kommt noch ein zweites Video. Falls ich das schon gesagt habe, dann doppelt gemoppelt hält besser. Heute wird auch noch hochgeladen für die Mittelstufe, sodass jeder was für den Urlaub ein bisschen um die Zeit zu überbrücken hat. Ich habe einige Videos hier auf meinem Kanal, vielleicht kann man das auch als Anlass nehmen, ein bisschen zu wiederholen, bevor es dann im September mit neuen Videos weitergeht. Das ist auch nochmal ein Anlass an dieser Stelle. Ancora tante Idee. Ich habe noch so viele Ideen, tante cazzate, so viel Schmarrn im Kopf. Dovranno venire dei video. Es müssen noch Videos kommen. Das muss ja irgendwie verewigt werden. Das muss raus aus meinem Kopf. Esplode, scoppia, der platzt sonst. Allora, io direi, cominciamo, jetzt schaut euch das mal an. Ja. Also, das ist immer so, ich gebe euch mal ein Beispiel. Mi chiamo. Mi chiamo lernt ihr von Anfang an, ich heiße. Und dann gibt es die große Falle, dass man dieses mi als ich interpretiert. Oder relativ am Anfang hört man, ci sentiamo, ci vediamo, wir hören uns, wir sehen uns, ja. Ah, und dann sieht man sofort,
wir hören uns oder ja, ah, ci sentiamo, ach, ci heißt wir. Also, für all diejenigen, die das irgendwie kennen, das Problem, dafür ist dieses Video da, um das mal ein bisschen so, ja, zu klären, ja, wie so eine Suppe, ja, wo man das Fett einfach mal klären muss. Wisst ihr überhaupt, wie das geht? Ja? Alcuni di voi sì, einige von euch, ja, perché siete veramente dei cuochi bravissimi, sehr, sehr gute Köche. Aber, wie gesagt, stellt euch das vor, wir wollen jetzt mal diese Suppe da klären, damit es klar wird, ja. Weil, also, scusate, wer soll sich da auskennen? Ja, Michele, ich habe da so eine schöne Grammatik-Einsatzübung. Da kann man das super machen. Bravo, brava, ja. Diese Grammatik-Einsatzübungen sind immer schön, weil da wird man dann in diese Schiene gepresst und dann weiß man, ach, hier muss ich immer mio, tuo, suo einsetzen und nicht mi, ti. Ja, aber im Gesprochenen, da wird das io, mi und ti wird durcheinander gebracht. Und dieses Video ist jetzt auch ein bisschen da, um euch den Unterschied zu erklären, das Gefühl zu geben, was ist der Unterschied zwischen mi, io und mio. Okay, allora, prima di tutto, mi chiamo heißt ja, ich heiße. Aber dieses mi heißt nicht ich. Weil, das hier, das baut ja auf meinen Videos auf. Che cosa fai, Michele? Queste zanzare, formiche, io sto qua in mezzo alla giungla, mitten im Dschungel, per voi, e devo combattere con tutti questi animali, le bestie. Mit diesen Bestien muss ich kämpfen. Also nochmal zurück, mi chiamo heißt ich heiße, aber für diejenigen, die meine Videos jetzt hier schon gesehen haben, ihr wisst, diese Ich-Form ist in chiamo, ist in der Endung von dem Verb. Und dieses mi heißt mich oder mir. Das ist schön übrigens, da unterscheiden die Italiener nicht. Ja, da ist wieder Deutsch schwieriger als Italienisch. Allora, mi chiamo heißt, ich heiße. Ja? Aber wörtlich übersetzt heißt es, ich rufe mich. Also, dann können wir schon mal feststellen, mi heißt nicht ich, sondern mich. Und mi chiamo heißt, ich heiße. Und dann nochmal, warum ist dann ein mich da drin? Das heißt doch nicht, mich heiße. Nein. Und da kommen wir zu dem Punkt, falls du ein kompletter Anfänger bist, meine Videos noch nicht so gut kennst. Das ist eine meiner Grundempfehlungen, einfach mal bewusst zu machen, wie das der Italiener sagt. Also wirklich sich bewusst machen, was du auf Deutsch sagst, wie es der Italiener sagt und auch vielleicht einfach mal vom Italienischen wörtlich ins Deutsche übersetzen, weil dann kommst du schon, die Italiener sagen, mich rufe, mi chiamo. Und dann wisst ihr schon, mi kann nicht ich heißen. Okay? Da kommen jetzt natürlich so fiese Dinge wie mi sento. Mi sento ist, ich fühle mich. Hm? Aber wie ist es dann? Mi senti? Ti sento? Ci senti? Seht ihr, dann wird jetzt halt hier, fühlst du mich oder wie oder was? Ti chiami? Du heißt, come ti chiami? Mi chiami? Du heißt mich? Also, das werden wir ein bisschen jetzt halt üben. Jetzt fokussiert mal darauf, dass die Italiener, und das nehmen wir wirklich mit, die ich, du, er, sie, es. Und jetzt halt auch nochmal für die Basics, auch wenn das jetzt banal klingt. Was ist der Unterschied für dich? Weil ich weiß, es gibt viele Leute, die jetzt in der Schule, deutsche Schule, auch nicht so tief in die Grammatik gegangen sind. Der Unterschied zwischen ich, mich und mein ist der, wenn ihr ich, du, er, sie, es, wir, ja, da siehst du die konkrete Person und sagst du wir, ja, das hast du uns alle und dann wir oder ich oder du und du machst dann was, ja, also du gehst, wir bestellen, ich rufe an, ja, und diese Wörter, ich, du, wir, wer diese Aktion macht, die wird im Italienischen eigentlich, diese werden im Italienischen nicht gesagt, sondern die stecken ja drin im Verb. Chiamo, chiami. Ich rufe an, du rufst an. Okay, aber diese Wörter gibt's. Ja, dann könnt ihr mal schauen. Das sind die roten Wörter. Na? Ja, zeig sie halt mal, Michele. Ja, liest mal die roten Wörter laut. Io, noi. Und auch mal kreuz und quer, lui, loro, lei,
neu. Voi. Genau, das ist voi, neu. Nur die Roten. Io, noi, voi, loro, lei, lui. Io, voi, tu. Und lest mal laut. Loro, lui, noi. Macht mal noi, voi, lui, lei, noi, voi, lui, lei, io, tu. Hm? Das waren die roten Wörter. Fallen dir 2, 3 ein von diesen roten Wörtern? Ja, die ein bisschen gleich klingen. Zum Beispiel noi, voi, lei, lui, dann io. Und diese Wörter gibt es im Italienischen. Ich, du, er, sie, es. Tauchen meistens nicht auf, weil die in der Endung sind. Also zum Beispiel, wir essen, sagt man mangiamo. Du kannst aber auch theoretisch sagen, noi mangiamo. Oder ich esse mangio. Ja, du musst kein ich sagen. Und nochmal, mi heißt nicht ich, nicht mi mangio. Oh, ti mangio, ich werde dich fressen. Michele, è troppo presto di mattina. Naja, ob es zu früh ist, weiß ich nicht. Non lo so, ho sempre fame. Ich habe immer Hunger. Okay, allora, lascia perdere. Also, siehst du, ich, du, wir. Ha? Das müssen wir nicht sagen, aber die Wörter gibt's. Noi, io, tu. So, was ist dann mi chiamo? Weil mi chiamo, welches Wort kannst du denn davor noch setzen? Ein io. Du kannst theoretisch sagen, io mi chiamo. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Wort. Aber ein mio, die lilanen Wörter, schaut mal, mio, tuo, suo, nostro, vostro. Diese lilanen Wörter, die haben gar nichts damit zu tun, mit ich, du. Ja? Das ist einfach, kennt ihr, Mamma mia. Das ist einfach, wenn dir was gehört, sagst, das ist mein Glas, mein Brot, meine Mama, Mamma mia, Dio mio, mein Gott. Ja? Also schaut mal, die lilanen, mio, tuo, auch hier mal betont, schön aussprechen, tuo, suo, nostro, vostro. Also, das heißt also, seht ihr, das ist auch eine andere Farbe. Die haben nichts mit den Roten zu tun. Also das sind andere Baustellen. Und mio, tuo, suo ist mein, dein, sein oder ihr Haus. Nostro, ihr kennt la cosa nostra, die Mafia-Bewegung, unsere Sache. Also nostro ist unser, vostro ist euer. Aber io ist ich und mio ist mein. Okay? Jetzt schauen wir mal das, die Türkisenen an. Das ist auch eine andere Farbe, das heißt, es ist eine andere Baustelle. Ja, und die sind ganz kurz, die könnt ihr euch mal nehmen, diese Türkisenen sind ganz, ganz kurz. Mi, ti, si, ci, vi, mi, ti, si, ci, vi, mi, ti, si, ci, vi, mi, ti, si, ci, vi. Ja, also jetzt wisst ihr, speichert doch mal ab. Und jetzt denkt mal nicht zu sehr immer grammatikalische Kategorien an. Zu Beginn ist auch ab und zu mal wichtig, um sich gewisse Dinge zu merken, um abzuspeichern. Ah, hier geht es jetzt, in diesem Video geht es um die Wörter mit io, mio, mi, ti. Dass man einfach sich bewusst wird, worum es geht. Und wie ihr das verankern könnt, und zwar mit den Farben. Da gab es jetzt 3 Farben auf meinem Zettel. Schaut mal, einfach nur die 3 Farben. Auf Italienisch, wenn du auf Italienisch sagen willst, sì. Rosso, Viola, Celeste. Das waren jetzt 3 Farben, Lila und Türkis. Hättest nicht andere Farben nehmen können, so wie Bianco. Ey, scusa, wie soll ich hier mit Bianco, mit Weiß auf Weiß schreiben? Oh, scusa. Allora, siehst du, 3 Farben. Jetzt weißt du, da gibt es 3 Farben. Das sind 3 verschiedene Baustellen, aber alles ein bisschen ähnlich. Alles so ich, mir, mich. Mein, seht ihr? Es ist alles irgendwie auf mich bezogen, aber oder auf uns, aber es sind mal uns, wir, unser. Ja? Also, summa summarum, das sind Wörter. Da geht es um eine Person, um dich, um du, ja? Er oder wir. Und was mit dieser Person passiert. Die Person kann was machen, also ich kann essen, mangio.
die Person kann etwas haben, also la mia macchina, mein Auto. Und zu dieser Person kannst du auch was bringen, wenn du zu mir kommst, ja? Ja, mi raccomando, io ti offro un caffè, ich biete dir einen Kaffee an, e tu mi porti un bel regalo. Nein, sto scherzando. Ja, und du kannst mir was bringen, mi. Okay, und das sind diese drei, ja, das ist wieder, da gibt es die Lorentzsche Regel, ja? Kennt ihr die? Ja, um Kräfte auszurechnen, in welche Richtung das geht. Ja, das ist die Lorentzsche Michele-Regel. Ciao Lorenzo, Lorenz. Ja, die Lorentzsche Regel, ja, das heißt also, du weißt, einmal ich. Hm? Dann ist es mir bringen und mein. Ja? Das ist alles ich, mir, mein. Okay, seht ihr das? Va bene. So, und jetzt zu dem Io. Und diese Lorentzsche Regel bedeutet, das sind drei Wörter, gehören jetzt zu dir. Einmal ich, mir, mich oder mein. Ne? Das heißt, zu dem Io gehört mio und mi. Diese drei. Io, mio, mi. Zu dem Tu. Tu heißt du. Also nochmal. Die roten sind die Wörter, die ihr eigentlich im Italienisch fast nie verwendet, weil ihr braucht nicht explizit ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie sagen. Okay? Aber zu dem Tu kommt Tuo. Seht ihr immer diese Lorentzsche? Das ist, ah ja, du, dein, dich. Ja? Zu dem Tu kommt Tuo. Wo ist es? Wo ist es denn? Oh, hier. Tuo und Ti. Ich meine, das könnt ihr euch merken, wisst ihr, mio, mi, das fängt mit M an. Tuo, ti, und jetzt macht euch das leicht, ja. Ihr könnt auch hier natürlich sagen, 15, 16, weiß was ich, wie viele Wörter, alle so ähnlich, ah, shit, 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 ah. Ja, das ist aber, so dramatisch ist es nicht. Also ich meine, wenn ihr nichts zum Essen bekommt, okay, dann verstehe ich das. Aber denkt immer, das ist die Lorentzsche Regel zu... Zu deiner Person gibt es da drei Wörter, ja? Und das eine ist immer mit M, 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 T, 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 ja? Seht ihr? Okay, also zu Io gehört Mio und Mi, zu Tu gehört Tuo und Ti, Io, Mio, Ti, Tu, Tuo, Ti, also was gehört zu Io? Mio und Ti, zu Tu, Tuo und Ti. Dann nehmen wir Lui und Lei. Lui und Lei sind er und sie, also wenn ich über eine dritte Person spreche. Lui und Lei. Und wenn es ihm gehört, ist das dann Suo. Ja, oder ihr gehört. Und zu dem Suo gehört sie. Ja? Okay. Also, Lui, Lei, Suo, sie. Das ist wieder der Dreisatz, ja? Also, zu Io gehört mio ti. Zu Tuo gehört nein, nicht zu Tuo. Zu Tu. Zu Tu gehört Tuo ti. Zu Lui und Lei gehört Suo, si. Okay, dann das nächste. Zu noi, noi ist ja wir, gehört auch hier das N-Wort, nostro und ci. Ja? Für euch nochmal, noi heißt wir, nostro heißt unser und ci ist uns. Ja? Können Sie uns das Brot bringen und so weiter und so fort. Uns, okay. Allora, noi, nostro, ci. Das sind die zwei Wörter, die dazu neu gehören. Neu, auch mit N, nostro und ci. Zu lui und lei gehört suo und si. Zu also. Neu, nostro, ci. Und zu lui und lei, suo, si. Und zu tu, tuo, ti. Neu, nostro, ci. Okay, und das letzte, voi. Nehmen wir mal, voi, das Loro, lassen wir jetzt mal, das ist Loro, sie, Mehrzahl. Voi ist ihr,
Und da haben wir auch wieder schön alles mit V, sucht euch das aus, wie gehört dazu und vostro. Ja? Also ihr, euer und euch, zu euch bringe ich das. Ja? Also voi, vostro, noi, nostro. Ja? Also voi, vostro, vi, das ist alles mit V, tu, tuo, ti, alles mit T, seht ihr? Ja? Voi, vostro, vi, noi, nostro, ci. Also, was gehört zu voi? Vostro und vi, zu noi. Nostro und ci, zu io. Mio und mi, zu tu. Tuo und ti, zu lei und lei, lui und lei, gehört suo und si, und zu noi, nostro, ci, zu voi, vostro, vi. Okay, so, jetzt gehen wir uns ans Eingemachte, wenn ja mal dunque, kommen wir zum Punkt, die Übungen. Jetzt weißt du, io, tu, lui, lei, also diese erste Reihe, die ich euch immer gegeben habe, damit ihr sagt, welche zwei Wörter gehören dazu. Also lui und lei, oder tu, oder io. Ja? Du weißt, was ich meine, ci intendiamo, wir verstehen uns. Ja? Die müsst du eigentlich im Italienischen nicht sagen, die wirst du nicht hören. Aber die anderen wirst du schon hören, wenn du sagen willst, ist das dein Glas? Nee, 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 das ist unser Auto. Ja? Oder darf ich dich einladen, ich höre dich nicht, verstehst du mich? Das musst du schon sagen. Das heißt also, seht ihr? Ich, du, er, sie, es. Das sagt ihr nicht. Müsst ihr nicht sagen. Aber mich, dich, mi, ti, oder mein, dein, Mamma mia, Mamma tua, das müsst ihr sagen. Also nochmal, die Roten bitte nicht sagen. Ah, kurze Frage. Gib mir doch drei Wörter mal aus dem lilanen Bereich. Kannst du dich an drei erinnern, die lila geschrieben wurden? Viola. Mio. Tuo. Suo. Noch eins. Nostro. Vostro. Und welche Wörter wurden türkis geschrieben? Mein Tipp, das sind die ganz kurzen Wörter. Mi. Ti. Si. Ci, vi. Ja, und die anderen Wörter, welche Farbe hatten die? Io, tuo, lui, lei. Rot. Okay, va bene. So, jetzt schaut mal. Mi chiamo. Also dieses Video baut ihr auf. Also ich verlange jetzt schon ein bisschen die Konjugation, die Formen der Verben. Also chiamo ist ich rufe an. Chiami, du rufst an. Und mi chiamo ist wörtlich, ich rufe mich selber an. Aber das geht natürlich nicht, weil die Italiener sagen, ich heiße. Ich nenne mich. Mi chiamo. So, von chiamo ist jetzt die Ich-Form, ich rufe. Aber wie sagst du denn, du rufst? Chiami. Und jetzt sag mal, rufst du mich an? Nicht ti chiami. Ti chiami ist, du rufst dich selber an. Also sprich, du heißt. Rufst du mich an? Mi chiami. Und das ist, seht ihr, mi chiami, das ist ein schöner Klang auch. Mi chiami, rufst du mich an? Was heißt hören? Sentire, wie sagst du denn, hörst du mich? Ja, das ist, werde dir bewusst, das ist ja, hörst du, senti, mich. Mi, senti, mi, und die Italiener immer andersrum. Ja, das ist, ja. Das ist halt so. Wer schon mal mit einem Italiener oder mit einer Italienerin zusammen war, der weiß, wovon ich spreche. Also, vabbè. Jetzt war ich so lange weg mit meinen Videos, ein paar, also queste battute, un po' pazze, ci stanno, oder? Das passt schon. Allora, mi chiami, rufst du mich an? Mi senti, hörst du mich? Verstehst du mich? Mi capisci. Aber wie sagst du dann, ich verstehe dich? Ti capisco. Ich höre dich. Ti sento. Oder ich höre dich nicht. Ti non sento. Nein, das non immer am Anfang. Non ti sento. Ich sehe dich. Vedere, sehen. Ti vedo. Siehst du mich? Mi vedi,
Seht ihr, wenn du jetzt Mi Vedi heißt, siehst du mich, da ist ja kein Du drin, aber du könntest ein Du dazusetzen. Also in Mi Vedi könntest du noch was sagen? Tu Mi Vedi. Oder ich höre dich. Ti sento. Da kannst du noch was dazusetzen? Das Rote. Io ti sento. Aber das musst du nicht sagen. Ja? Okay, kommst du langsam rein mit diesem Io und Mi, ja, diesen Unterschied? Allora, continuiamo. Okay. Dann schauen wir mal, was heißt nochmal, ich höre? Sento, ich sehe. Vedo, ich verstehe. Capisco. Ja? Aber ich kann ja nicht nur dich verstehen, dich hören, sondern euch verstehen. Und das ist eins von diesen Türkisen. Mit V. Wie? Also sagt man, ich verstehe. Capisco. Wie? Und wieder davor setzen. Wie capisco? Ich verstehe euch. Ich sehe euch. Wie vedo? Ich höre euch. Wie sento? Seht ihr? Aber zum Beispiel auch uns, ja, können Sie uns bringen? Ja? Può portare, das kennt ihr vielleicht aus meinen Restaurant-Videos, können Sie bringen? Può portare, jetzt könnt ihr switchen. Ja? Dieses può portare, jetzt machen wir mal può portare. Welches von diesen roten Wörtern kommt da rein? Può portare. Lei, ja? Seht ihr nochmal, die roten müssen nicht gesagt werden, weil die stecken irgendwie in dem Verb schon drin, in puo, da steckt das lei schon drin. Aber ich kann auch sagen, lei puo portare. Aber wenn ich jetzt sagen will, können Sie uns bringen? Ci puo portare. Können Sie mir bringen? Mi puo portare. Ja? Okay, also können Sie mir bringen zum Beispiel mein Glas, il mio bicchiere. Und jetzt schaut ihr, mi può portare il mio bicchiere. Kannst du, können Sie mir, mi può portare il mio bicchiere. Können Sie mir mein Glas bringen? Können Sie mir sein Glas bringen? Können Sie mir, seht ihr, mir ist ja das Türkise. Mi può portare il suo bicchiere, ja, sein Glas, ja, oder in unsere Flasche. Können Sie uns unsere Flasche bringen? Può portare bleibt immer gleich. Jetzt braucht ein anderes Türkises davor. Ci può portare la nostra bottiglia, ja, nostro. Ja, und erzählt ihr mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mi può portare la mia bottiglia. Können Sie mir meine Flasche bringen? Welche Farben sind denn vertreten? Mi può portare la mia bottiglia. In diesem Satz. Mi può portare, also mi, türkises vertreten. Und la mia und viola. Lila ist vertreten, aber rot nicht. Wie ich gesagt habe, rot muss nicht auftauchen. Lila muss auch nicht auftauchen, wenn ich nicht sagen will, meine Flasche. Wenn ich nur, mir können Sie mir bringen. Mi, türkis, muss auch nicht auftauchen. Ja? Weil ich muss ja nicht sagen, können Sie mir bringen. Kann ja auch sagen, können Sie bringen. Può portare. Und auch rot nicht. Also eigentlich können wir diesen Zettel wegschmeißen. Nein, aber ihr sagt natürlich oft uns oder mein oder ist es dein Auto, ist es dein Glas, ist es dein Besteck, ja. Nein, es ist mein Problem. Okay, allora, also, mi chiamo, wie sagt nochmal, ich heiße? Mi chiamo, aber ich rufe dich an? Ti chiamo, ich höre, ich fühle mich? Ich fühle mich gut, ja. Mi sento bene, aber ich höre dich? Ti sento, ich rufe dich an? Ti chiamo. Rufst du mich an? Das ist mit ihm I. Mi chiami. Ich höre dich. Ti sento. Hörst du mich? Mi senti. Ich höre dich nicht. Non ti sento. Hörst du mich nicht? Non mi senti.
Ecco. Einladen heißt invitare. Wie sagt ihr dann, ich lade dich ein? Invitare, denkt immer an die Ich-Form erst. Invito und dann davor das Dich, Türkis. Ti invito, ah? Seht ihr? Ti invito, in diesem Satz gibt es nur Türkis. Aber ihr könnt auch ein Rot reinbauen. Io ti invito. Aber ein Lila geht jetzt nicht. Io ti invito, ich lade dich ein, mein Schatz. Ja, tesoro mio. Dann geht das Lila ne auch hier rein. Okay. Also das heißt io, ich, aber was heißt mein? Mio und mich. Ah, die lorentzsche Kraft. Mi. Tu heißt du, aber was heißt dein? Tuo und dich? Ti. Lui und lei ist er und sie, aber was heißt sein oder ihr? Also sein Auto, sein Besteck, ihr Problem. Suo. Und was heißt sich? Ja, das gehört dazu, lei und lei. Ja. Sie fühlt sich. Sie. Wie im Deutschen. So, dann haben wir neu, wir. Aber was gehört zu neu? Unser. Nostro. Und uns, können Sie uns bringen? Ci. Und was heißt ihr? Voi. Und da gehört zu vostro und vi. Okay, zum Abschluss. Ihr habt ja so Sätze, wir hören uns, wir sehen uns. Ja, auch hier ist ci vediamo. Dann lernt man das, ci heißt wir. Könnt ihr euch erinnern? Ci ist welche Farbe? Türkis. Und die Türkisen können niemals ich, du, wir heißen. Die heißen immer nur mich, dich, uns. Ja? Weil die wir ist ja eine rote Farbe sozusagen, wäre im Deutschen auch. Ja? Wir spielen. Aber wir sehen uns, das wir ist ja vediamo, ist ja da schon drin. Und dieses ci heißt jetzt was dann? Das uns. Jetzt kommt die große Auflösung. Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt. Ah, was ist ein Ci vediamo? Ci ist nicht wir. Hä? Wie soll das funktionieren? Ci vediamo ist, wir sehen uns. Wie sagt ihr dann, wir sprechen uns? Ci parliamo. Und wir hören uns. Ci sentiamo. Also zum Verabschieden. Ci parliamo, ci sentiamo, ci vediamo. Nochmal, wir sehen uns. Ci vediamo. Und jetzt könntet ihr, oder kannst du, davor noch ein wir setzen, ein rotes. Noi ci vediamo. Siehst du? Das könnte man, wenn man das betonen will, aber kann ich da ein lilanes irgendwie reintun? Nein. Noi ci vediamo, nostro, wie was? Noi ci vediamo, wir sehen uns. Wir hören uns. Ci sentiamo. Und wir sprechen uns. Ci parliamo. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir treffen uns. Da muss immer, auch wenn du jetzt treffen nicht. Treffen ist mir egal, ob du das Wort kennst. Aber du weißt jetzt, wie du uns sagst und dass du damit beginnst. Ci incontriamo. Wir treffen uns. Ci incontriamo. Und jetzt können wir sagen, casa mia, bei mir zu Hause. Ja, da hast du jetzt wieder mio, mia, aber diesmal angleichen. Mia, tua. Da gibt es ein Adjektivvideo auch, glaube ich, als Exklusivvideo, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ci incontriamo a casa mia. Jetzt geht's, verwenden wir auch das Lilane. Und wir treffen uns bei dir zu Hause. Ci incontriamo a casa tua. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Oder bei ihr zu Hause ist dasselbe. Ci incontriamo a casa sua. Wir treffen uns bei uns zu Hause. Ci incontriamo a casa nostra. Und wir treffen uns bei euch zu Hause. Ci incontriamo a casa vostra. Ecco. So, das war jetzt mein Abschlussvideo. Prima di andare in vacanza. Mi devo sbrigare, jetzt muss ich mich beeilen, perché il video sono già 30 minuti, più di 30 minuti. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt noch für die Anfänger in der Urlaubszeit noch mal so eine kleine Grundlage schön klären, wie eine schöne klare Suppe. So dass ihr in der Urlaubszeit, in der Ferienzeit, während ich weg bin, ma non vi lascerò, aber verlassen tue ich euch nicht, tornerò, ich werde wieder zurückkommen, sagen könnt, jetzt kann ich das ein bisschen vertiefen, weil das ist schon ganz wichtig, vor allen Dingen diese kleinen Füllwörter, mi, ti, si, ci, vi, ne? Okay, in questo senso, in diesem Sinn, vi auguro una bellissima estate, vi ringrazio tanto. Ich danke euch vielmals für die viele schöne Zeit und Kommentare.
die ich mit euch verbracht habe, die ersten 7 Monate. Facciamo un mese di pausa, wir machen 1 Monat Pause. Anzi, in der Zwischenzeit drehe ich ein paar Videos natürlich, werde an ein paar neuen Formaten arbeiten. Ihr wiederholt vielleicht ein bisschen die Sachen, sodass wir im September neu durchstarten können, aufbauen können. E per il grande obiettivo di quest'anno, für das große Ziel für dieses Jahr, parlare l'italiano alla fine dell'anno. Italienisch zu sprechen bis Ende des Jahres. Batti il 5, d'accordo? Ecco, batti il 5, high five. Vi voglio bene. Tantissime grazie per tutto, alla prossima. Ci vediamo a settembre. Ciao ciao. Ich muss sagen, sì, abbonati ogni giorno in più, queste zanzare, ja, queste zanzare. Vabbè, le zanzare kann ich mich schon dran gewöhnen, wenn ich jetzt dann nach Italien fahre. Also, wir haben 3000, più di 3000 abbonati haben wir jetzt überschritten, grazie a voi. Und von euch, von eurer Seite her muss ich sagen, ich habe wirklich das Gefühl, dass einige von euch, ja, weil wir sind ja immer wieder in Kontakt, also nicht nur die Unterricht machen, sondern mir einfach Kommentare auf YouTube schreiben oder E-Mails. Einige von euch haben wirklich spürbare Fortschritte gemacht, ja, also così, tra di noi, unter uns gesagt, ja, auch wenn du noch nicht bei mir live warst, siehst du, also das ist mein Gefühl, ja, dass ihr wirklich, dass ihr eigentlich alle hier Fortschritte gemacht haben. In questo senso, in diesem Sinn, würde ich sagen, das ist doch dann auch das Ziel ab September, a partire da settembre, perché io tornerò, ja, natürlich werde ich natürlich dann im September wieder zurückkommen, dass wir einfach darauf aufbauen, noch mehr Fortschritte machen für die Anfänger jetzt, weil das ist ein Anfängervideo, dass ihr vielleicht als Ziel nimmt, bis Ende des Jahres einfach ein bisschen was sprechen können. Okay. Also, was gehört zu io? Mio, ti. Zu noi? Nostro, ci. Zu tu? Mit te? Tuo, tu. Zu noi?